Ich begrüße euch hier und heute zu einer brandneuen Videoreihe auf meinem Kanal. Ich habe mir was ganz Besonderes überlegt und zwar so als Dezember-Special. Und zwar möchte ich mit euch im Dezember eine komplette Formel-2-Karriere durchziehen. Und das wird heute beginnen. Und zwar werden wir mit Prema, mit Mick Schumacher als Teamkollegen, diese Saison angehen. Es werden ganze 12 Sprintrennen und 12 Hauptrennen stattfinden. Also ich bin mega gehypt auf dieses Projekt. Und ja, falls es euch gefallen sollte oder falls ihr auch Bock auf dieses Projekt habt, dann lasst doch jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert haben solltet, gerne jetzt auch nachholen. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und ich würde sagen, wir starten sofort rein mit dem ersten Karrieremodusrennen der Formel 2 hier im Dezember. Und zwar in der Wüste von Bahrain. Bis gleich. Bei dieser Meisterschaft müssen die besten aufstrebenden Fahrer der Welt in identischen Autos gegeneinander antreten, um an ihren Fahrkünsten zu feilen und den Teams in der Formel 1 ihr Talent vorzuführen. Egal für welches Formel 2-Erlebnis du dich entscheidest, dein Abschneiden in der Meisterschaft wird wichtig sein. Wenn du am Ende weit oben in der Rangliste stehst, wirst du in der Formel 1 einen besseren Start haben und einfacher mit den Top-Teams des Sports verhandeln können. So, ich werde Autoschaden auf komplett stellen. Streckenbegrenzung auf regulär unterstützt, nein, manuell, Oberfläche und Innen, das passt. So, Park Fermé mache ich lieber mal aus, weil wir wissen ja nicht, wie es das Setup technisch so konkret aussieht. Aber ich würde sagen, wir machen einfach mal ein Komplett-Qualifying. Machen wir Hauptrennen mal 50% und Sprintrennen 25%. Ich weiß halt nicht, wie das von der Länge her ist, aber sollte eigentlich okay sein. So, und am Anfang der Karriere stelle ich einfach mal auf KI 101. Boah, ich weiß gerade nicht, ob das so schwer sein wird. Schieße ich mir damit jetzt selber ins Bein? Ich weiß es nicht. Komm, lass mal einfach mal 101. Ich habe keine Ahnung. Ich werfe mich jetzt komplett ins kalte Wasser. Distanz Hauptrennen 50, Distanz Sprintrennen 25, KI 101. Ich denke, wir können loslegen. So, also wir haben hier in der F2 also fast die gleichen Programme wie in der F1. Akklimatisierung, Reifenmanagement, Benzinmanagement, Qualifying Tempo, Rennstrategie. Fehlt da nicht noch irgendeins? Ich bin mir da gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall, ja, braucht man das hier nicht machen, denn du kannst hier keine Ressourcenpunkte gewinnen. Von daher kann ich mir das eigentlich auch sparen. Gehen wir direkt mal zum Qualifying. Ja, das fängt ja schon mal gut an hier mit dem Qualifying. Direkt mal ein Treibstoffsystemfehler. 7 Minuten warten für nichts und wieder nichts. Reparaturzeit überspringen. So, und jetzt bin ich gespannt, denn die sind ja jetzt hier schon auf Ultimativ 101 ein paar Runden gefahren. Und ich kenne mich mit den Setups hier ehrlich gesagt noch nicht wirklich gut aus. Ich werde jetzt mal das Setup höhere Spitzengeschwindigkeit nehmen. Man hat nur einen Satz? Das kann doch nicht sein, oder? Egal, dann werde ich euch mal sagen, wie es ist. Ich probiere es einfach mal aus. Ach du Scheiße. Boah, ey. Also wenn das kein Bremsplatten gegeben hat, dann weiß ich es auch nicht. Da bremse ich wie in der Formel 1. Viel zu spät. Ich muss mit den Dingern viel, viel früher bremsen. Oh, ich bin Letzter? Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. So, die letzte Kurve. Oh, das war aber schlechter als in der Runde zuvor. Auf P19. Boah, im ersten Sektor, da habe ich ja richtig versagt. Jetzt sind die Reifen aber eigentlich auch schon durch. Jetzt kann man damit auch nichts mehr machen. Toll. Wieso hat man denn nur einen Satz? Verstehe ich nicht. Ich probiere es nochmal mit Mediums. Mache ich nochmal ein anderes Setup rein. Stellen wir das mal ein bisschen mehr so ein, wie es in der Formel 1 ist.
Könnte mir vorstellen, dass man da vielleicht ein bisschen besser dasteht. Ich kann hier noch nirgendwo meinen Benzin einstellen, ne? Ne, kann ich nicht. Das ist immer vorgegeben, das Benzin. Krass, das wusste ich gar nicht. Also ich frage mich wirklich, wie die KI das macht. Denn die dürften ja theoretisch dann auch nur einen Softreifen haben. Boah, hier ganz viel Zeit gewonnen. Also ich glaube, da zahlt sich der höhere Heckflügel dann doch schon aus. Wo bleibt die Zeit stehen? 1:41.0. Und damit kommen wir auf die 14. Position. Mit der 14. Position müssen wir uns jetzt erstmal vergnügen. Denn, wie gesagt, die roten, die habe ich schon abgefahren. 18%. Jetzt auf meiner ersten Runde mit dem Mediums direkt schneller gewesen. Aber da hatte ich halt auch ein benutzerdefiniertes Setup. Also, ja, aber trotzdem 1,5 Sekunden langsamer noch. Das ist schon noch ein ganzes Stückchen. Naja, egal. Ich glaube, wir können uns nicht mehr verbessern. Springen wir mal zum Hauptrennen. Also es ist ja schon ziemlich interessant, weil die KI, die fährt ja scheinbar auch nur zwei gezeitete Runden. Die zweite Runde ist dann natürlich deutlich langsamer. Also wenn das so ist, dann kann man eigentlich auch direkt sagen, man macht ein Blitzqualifying, weil du hast ja eh nur einen Satzreifen zur Verfügung. Also so wie ich das jetzt hier verstehe. Und ja, also, oh, Mick Schumacher nur 19. Oh, das ist schon eine Klatsche. Naja, schauen wir mal, wie es im Rennen aussieht. Okay, also man muss auf jeden Fall einen Boxenstopp machen. So, wieso sagt er mir, ich kann auf Soft starten? Ach so, weil ich außerhalb der Top 10 wahrscheinlich gewesen bin. Okay. Ich glaube, das mache ich heute ausnahmsweise auch mal, denn habe das Gefühl, das Auto wird am Anfang sonst ziemlich langsam sein. Ah, hier sehen wir es doch. Benzin, das ist für Formel 2 Wagen fest. Ja, dann kann man da auf jeden Fall nicht rumtricksen. Ich denke mal, deswegen ist es auch im Qualifying so. Ich sag mal, das Setup hat sich schon besser angefühlt als das Setup vorher. Von daher werde ich das jetzt erstmal lassen. Ich habe keine Ahnung, ob das gut passend ist, aber wir testen es einfach mal aus. Ich meine, probieren geht über studieren. Was ist das denn für ein Start? Racing Point auf der linken Seite. Ich kann hier auch nichts mit Benzin verstellen, gar nichts. Ah, der Raghunathan, der nutzt da die Lücke. So, hinter Su. Auf die Innenseite. Oh, wieso lenkt er denn da ein? Hätte man ein bisschen mehr Platz lassen können. Fall eine höhere Kurvengeschwindigkeit gehabt. Na, da habe ich hier fast so gebremst wie in der Formel 1. Das ist nicht so gut. Jetzt hat er einen guten Run.
Man kann sich hier nicht verteidigen. Hier gibt's keine Knöpfe. Aber es macht schon irgendwie Bock, ehrlich gesagt. Spätes Manöver. Oh, was macht der? Das war gefährlich. Auf der Außenseite. Sehr gut. Reife Leistung. Also man merkt schon, dass die Autos gleichrangig sind. Das ist schon irgendwie geil. Das bockt voll. Aber wieso hat er da so einen guten Exit? Das ist die Frage. Ich habe da nicht so einen guten Exit. Dafür bin ich hier ein Ticken besser. Hier gibt es kein Fett, hier gibt es kein Overtake. Dafür jetzt hier komplett verbremst. Trotzdem hier den Deletras so ein bisschen in Verlegenheit gebracht. Komm, zieh dran. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 3,4 Sekunden. Da kommt das Auto quer. Nein, und jetzt kommt wieder der Typ von hinten an. Da rankommen will, da darf man sich aber nicht solche Bremssteher hier erlauben. Deletras jetzt mit dem Angriff. Ach du meine Güte! What the fuck? Was ist denn da passiert? Das müssen wir uns mal in der Wiederholung angucken. Alter! What? Moment mal kurz. Was ist da passiert? Oha! Krass. Sowas habe ich noch nie gesehen bei einer KI. Diese Runde, jetzt mach Druck. Also ich probiere es mal mit Vorderradbremskraftverteilung 58. Also Turn 1 ist wirklich ziemlich kritisch. Da ist das Auto extrem instabil. Diese Runde müssen wir an die Boxengasse. Ah, ein bisschen zu früh gebremst, aber kann man noch verschmerzen. Ist schon ein bisschen anders hier mit den Dingern. Los, raus mit dir. Wir müssen an der Ausfahrt auf Renntempo sein. Das hat lange gedauert, ganz, ganz lange. Zu lange aus meiner Perspektive. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst.
wirklich das Gefühl, das Auto fährt wie auf Eis beim Herausbeschleunigen. Reifentemperatur ist noch nicht so da, die KI ist da deutlich besser. Oh, wir haben jetzt sogar einen geundercuttet und sind jetzt auf der 10. Position, also auf einem Punkterang. Ich finde das echt verrückt. Auch an manchen Stellen habe ich irgendwie gar keine Chance und an manchen Stellen bin ich viel schneller als die KI. ...1,419 jetzt. Ah, das ist doch schon mal ein Ticken schneller als ich. Sechzehntel langsamer gewesen. So, jetzt hier guter Exit. Ah, guck mal, wie der im Exit wegzieht. Das ist mein Problem. So, jetzt aber DRS, komm. Dein Hintermann holt 5 Zehntel pro Runde auf dich auf. Wie der sich da verteidigt, ey, krass. Aber der hat einfach einen besseren Exit immer, ich verstehe das nicht. Guck mal hier, wie der da wegzieht, ey. Das ist krass. Aber dafür bin ich hier besser. So, jetzt in Schlagdistanz. Komm. Nein! Jetzt reicht's aber, jo. Wir kommen über die Linie auf einem sehr respektablen 9. Platz. Boah, das war richtig anstrengend. Krass, das hätte ich nicht gedacht. Aber es hat krass, das hat echt richtig Bock gemacht, wirklich. Also, da muss man wirklich richtig ackern und sich auch gut erstmal reinfuchsen. Denn wie gesagt, das sind komplett neue Fahrzeuge. Ich kenne mich mit denen überhaupt nicht aus. Also, es hat schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich frage mich wirklich, Davide Valsecchi, was Sie dann sehen wir uns einmal an, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Fahrermeisterschaft hat. Ein gutes Resultat für Antoine Hubert, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Also, Davide Valsecchi, wen würdest du als Fahrer des Tages wählen? Keine leichte Entscheidung, aber heute war das für mich der Prima-Pilot. Heute hat sich eine Menge getan, aber er war der Einzige, der sein Potenzial voll ausschöpfen konnte. Und so sieht es in der Teammeisterschaft aus. Ja, es war auf jeden Fall ziemlich knapp. Also am Ende bin ich dann nochmal ein bisschen besser gefahren. Aber ich habe schon ein bisschen gebraucht, um mich daran zu tasten. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Sprintrennen. Denn da sieht es, glaube ich, aus meiner Perspektive dann doch nochmal ein bisschen besser aus. Also eben der Start, der hat echt nicht gut geklappt. Ich weiß noch nicht, wie ich das hier machen soll. Der Start war ein Ticken besser, aber auch nicht brillant. Hier auf der Außenseite.
Ah. Rad an Rad mit Correa. Ausgezeichneter Start. Gute Arbeit. Yes, come on. Super überholt. Aber Hubert hat da echt immer einen krassen Exit. Also das kann ich nicht covern. Wer ist immer noch da? Komm schon. Nein. Das reicht nicht. Der hält immer noch dagegen. Also, ich finde, da war ich eigentlich schon neben ihm. Schauen wir uns das nochmal hier aus der Wiederholung an. Ja. Also, ich finde, er hätte da die Lenkung aufmachen können. War vielleicht auch ein bisschen hart von mir. Okay, ich gebe es zu. Vielleicht hat er nochmal eine Chance, sich zu revanchieren. Sieht danach aus. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 10,2 Sekunden. Hubert kommt wieder an. Hier noch an Alesi vorbeigegangen. Nice. Karierte Flagge. Es reicht für einen dritten Platz. Oh. Wirklich beeindruckend. Am Anfang des Wochenendes war ich ein wenig besorgt. Du hast es geschafft. Danke sehr. Puh, das hat krass Bock gemacht, muss ich sagen. Das war geil. Also Mick Schumacher ist hier irgendwie im Nirgendwo. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, wir sind auf jeden Fall am Ende des Videos angekommen. Nächstes Mal der große Preis von Aserbaidschan. Wir sehen es hier gerade.
Mir hat es auf jeden Fall mega Bock gemacht. Lasst diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, falls es euch auch Spaß gemacht hat. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Mal beim großen Preis von Baku und Aserbaidschan wieder. Haut rein, ich bin raus.